Alter, was ist mit meiner Stimme los? Die ist heute wieder so normal und tiptop erholt. Das bin ich schon gar nicht mehr gewöhnt. Das muss irgendwie daran liegen, dass ich die letzten Tage wirklich ein bisschen ruhiger angegangen bin und mich bemüht habe, mich zu schonen. Aber damit kann ich euch heute ein wirklich extrem umfangreiches Update bringen. Aber bevor wir damit anfangen, noch ganz, ganz liebe Grüße an die Stahlfreunde von Facebook. Da hatten wir nämlich gestern am Abend unser erstes Treffen. Das war wirklich cool und wirklich lustig. Und vor allem habe ich, glaube ich, das Genialste entdeckt, das es nur irgendwie geben kann. Einigen von euch sagen vielleicht die Hot Toys Figuren etwas, wirklich großartig, hochwertig verarbeitete Figuren, wo man sogar noch mit einzelnen Bauteilen sich die Figuren ein bisschen ummodeln kann, verschiedene Gesichter, Ausstattungen und so weiter dran machen. Und es kommt im zweiten bzw. dritten Quartal eine Hot Toys Figur von Deadpool. Dreimal dürft ihr raten, ob ihr die irgendwann einmal in einem relativ ausführlichen Live-Sammlungsupdate und Zusammenbauen hier bei mir sehen könnt. Ich gebe euch einen klitzekleinen Tipp. Egal. Damit einmal genug der Ankündigung. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Zwei Sachen möchte ich auf jeden Fall noch sagen. Erstens, danke fürs Einschalten und zweitens, mein Beileid fürs Einschalten, weil ich meine, es ist heute Valentinstag am Abend, aber lassen wir das Ganze. Ich habe jetzt vor uns aufgebaut eine Menge an neuen DVDs und Blu-rays. Davon werden euch einige wahrscheinlich schon bekannt vorkommen, weil ich sie letzte Woche beim Live-Sammlungsupdate auch schon dabei hatte. Allerdings, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache diese Live-Updates wahnsinnig gerne. Sie machen unglaublich viel Spaß, aber für wirklich hochwertige VÖs sind sie meines Erachtens nach alleine aufgrund der Kameraposition nichts, weil ich mir irgendwie relativ schlecht vorkomme, wenn ich euch aus 3 Metern Entfernung de facto irgendwelche Mondo-Steelbooks in die Kamera halte und sage: Schatz, das ist ein Mondo-Steelbook. Irgendjemand sitzt dann vielleicht beim Feldstecher vor dem Bildschirm und sagt: Ah ja, ich glaube, ich hab's gesehen. Guck mal, da ist ein Mondo. Also, wir sind da nicht beim Vögel beobachten, deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Teile, die ich da vergangene Woche noch hatte, als quasi die Gusto-Stückeln heute noch einmal mit reinzunehmen, dachte mir, gut, dann haben wir heute einmal ein schönes, gemütliches, umfangreiches Sammlungsupdate. Dann kam aber vergangene Woche noch ein paar Mal die Post und mittlerweile ging die Post dann de facto wirklich ab und bei mir liegt jetzt doch eine relativ umfangreiche und große Geschichte, aber ich hoffe, das macht euch nichts, wenn ihr jetzt schon am Valentinstag am Abend die Zeit hattet, hier einzuschalten, denn werdet ihr wahrscheinlich auch die Zeit haben, das Video fertig zu schauen. Egal, ich möchte einmal anfangen quasi mit den einfachsten Sachen, die da herumstehen und herumliegen, nämlich mit den DVDs, beziehungsweise einmal den DVDs. Ich habe ehrlich, muss jetzt ganz wirklich gestehen, keine Ahnung, wieso ich die DVDs dahergelegt habe und die dahergestellt habe. Ich versuche immer irgendwie meine Sammlungsupdates zumindest thematisch ein bisschen zu sortieren. Die Steelbooks, die Schuber, die Mediabooks, die Emerys und Hardboxen. Egal, fangen wir einfach mal an, so wie es da liegt. Die kleinste Kleinigkeit, die ich mir dann vor 2 Wochen auf der Comic- und Filmbörse in Wien geholt habe, ist die DVD-Version, die Marketing-DVD von Death Game. Einerseits ein irgendwie richtig cooles gezeichnetes Cover, aber der Grund, warum ich mir diese DVD holen musste, war dann doch ein anderer. Der Film heißt im Original nämlich Death Row Game Show und bringt quasi eine, wie könnte man sagen, eine Spielshow aus Hinrichtungen, was irgendwie relativ pervers ist, aber das ist einer von den Filmen, die der Cinema Snob reviewed hat und sich furchtbar drüber mokiert hat und das Video ist großartig und extrem lustig, also Cinema Snob Death Row Game Show ist sehr unterhaltsam und dadurch für mich als jemand, der eben solch ähnliche Reviews auch macht und auch immer versucht, die Filme dann zumindest im Zockiplatz der Kragen ein bisschen eben scherzhaft und so weiter aufzubereiten, schaue ich mir dann die Filme, die entweder ein Cinema Snob oder ein Nostalgia Critic gereviewt hat, auch ganz gerne an, um quasi zu sehen, mit welchem Ausgangsmaterial die beiden da eigentlich gearbeitet haben. Dann, ich habe Nachwuchs bekommen. Also für die Trash Collection, da sind nämlich 2 neue rausgekommen. Einerseits Day of the Dead 2 Contagion, auch eigentlich wieder mit dem relativ coolen Cover. Aber
limitiert auf nur 99 Stück. Das ist eine relativ coole Sache. Einerseits, dass es diese zwei Filme, also Day of the Dead 2 und Christmas Evil, in der Trash Collection gibt. Andererseits muss ich allerdings auch sagen, dass ich kein großer Fan davon bin, dass CMV jetzt aktuell irgendwie die Trash Collection über weite Strecken als Recycling-Reihe beziehungsweise für Repacks und VÖs von Titeln, die es schon gibt, verwendet. Das ist in letzter Zeit wirklich sehr, sehr, sehr oft und mir persönlich ruiniert das ein kleines bisschen die Reihe, genauso wie die Tatsache, dass es ja mittlerweile die beiden Filme auch auf Blu-ray gibt und Sammler wie ich, die eben die Trash Collection wirklich komplett haben bis zu dem Punkt jetzt, würden vielleicht auch hier ganz gerne auf die Blu-ray umsteigen und es ist halt bei der Trash Collection immer noch nur die DVD drin. Spannend. Day of the Dead 2 ist offensichtlich in der Trash Collection eine Blu-ray, obwohl sowohl hier auf dem Frontcover, auf dem Spine DVD steht, obwohl hier hinten nur die technischen Details von der DVD aufgedruckt sind, ist relativ interessant und relativ spannend. Falls sich irgendjemand von euch den Day of the Dead 2 auch in der Trash Collection geholt hat, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob da bei euch auch eine Blu-ray drinnen war oder vielleicht doch nur eine DVD. Kann ja auch sein, dass das hier irgendwie eine, ich sage jetzt einmal dezent, Fehlauflage war. Aber schauen wir jetzt einmal gleich zum Christmas Evil weiter, ob da auch eine Blu-ray drin. Nein, das ist interessant. Also beim Christmas Evil ist de facto nur die DVD drinnen und beim Day of the Dead 2 zumindest bei meinem eine Blu-ray. Na, auch spannend. Aber das, was natürlich nach wie vor so genial ist, ist die Tatsache, dass seit der allerersten Trash Collection DVD das Design wirklich exakt gleich ist. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum CMV nicht auf Blu-rays umsteigen will, damit quasi da sich bei den Spines nichts ändert. Aber ganz ehrlich, das würde mich jetzt wirklich nicht stören, wenn da unten einfach nur bei ein paar Titeln das DVD durch das Blu-ray-Logo ersetzt wird. Man kann ja wirklich beides anbieten. Man kann ja die DVD und die Blu-ray verwenden und in dem Sinne unter Anführungszeichen zwei Cover machen. Wenn es eine kleine Auflage ist, wird das niemanden wirklich stören. Also, damit kommen wir mal wirklich zu den Blu-rays. Da habe ich in der vergangenen Woche einen Titel bekommen, der erst in einigen Wochen erscheint. Ich glaube, erst Ende Februar kommt der Film raus. Und zwar von Pierrot Le Fou, ein Rache-Thriller mit Vinnie Jones, Vivica Fox, Tom Sizemore, Bai Ling. Und der klingt relativ interessant. Den habe ich mir auf jeden Fall geholt für einen Blu-ray-Check. Werdet ihr dann definitiv im Laufe der kommenden Woche auf meinem Kanal ausführlicher vorgestellt bekommen. Was, nach dem, was ich von einigen von euch gehört habe, eher ein Kandidat für Zockiplatz der Kragen sein dürfte, ist Dario Argentos Dracula, der scheinbar nicht wirklich ganz, ganz besonders gut sein sollte, weil, wenn ganz ehrlich, sogar das Kritikerzitat, das auf dem Frontcover abgedruckt ist, von irgendeinem Hypertrash spricht, klingt das irgendwie nicht gut, wenn das quasi das Allerbeste ist, was sie jemals über den Film gehört haben. Aber Amazon hatte den Film als Blu-ray 3D im Angebot nämlich unter 8 Euro und nachdem eine komplette Dario Argento Sammlung möchte ich schon haben und hat mich der Film zumindest auch interessiert, um einmal selber mir ein Bild davon machen zu können, was alle eigentlich so grottenschlecht finden. Aber ich habe die Blu-ray bekommen, habe dann sogar direkt wieder in die OFDB schauen müssen, weil abgesehen davon, dass hier 3D steht, was ja quasi auch zum Filmtitel gehören könnte, hat Koch weder auf dem Spine noch hinten ansatzweise auch nur ein einziges Wort verloren darüber, dass es sich bei dem Film da um eine Blu-ray 3D handelt. Also ich habe extra in der OFDB nachschauen müssen, ob mir nicht Amazon versehentlich die falsche Version geschickt hat, bevor ich nur die normale Blu-ray bekomme von dem Film, den ich mir auch in 3D anschauen könnte. Wobei das ganze Thema Blu-ray 3D ist ja momentan wieder ein relativ kritisches, weil jetzt ja die ersten Fernsehhersteller sogar schon anfangen, die Produktion von 3D-Fernsehern einzustellen, was ich einerseits wirklich schade und deppert finde, aber
Das Problem dürfte einfach eben wirklich sein, dass es erstens gar nicht so viele Filme gibt, die in 3D neu rauskommen. Und außerdem einige Labels, muss ich wirklich dazu sagen und quasi ihnen direkt den schwarzen Peter zuschieben, in meinen Augen den Markt einfach dadurch komplett zerstört haben, indem sie jeden verdammten Dreck als konvertierte, hochgerechnete, umgewandelte Drecks 3D Blu-ray bringen, sodass wahrscheinlich 90% der Leute, die sich einmal einen Film in 3D kaufen, weil er halt gerade billig da war, nie wieder einen zweiten kaufen, weil sie sich denken, also sowas Schlechtes brauche ich wirklich einfach gar nicht. Und warum man irgendwelche billig gemachten Asylum-Filme auf 3D umrechnen muss, weiß ich nicht. Das ist einfach wirklich schade und finde ich, trägt auf jeden Fall zum Sterben von dem Format bei und das ist eigentlich echt, echt bitter. Dann, apropos Pittsburgh, habe ich vergangene Woche auch schon hergezeigt, die Slasher Classics Collection aus England, saugeiles Cover übrigens an der Stelle, die den Vorteil wieder mal hat, dass wirklich auch hier die Backcover gleich sind, es sind die VÖs komplett gleich aufgebaut, nur mit dem einen Unterschied, dass hier quasi noch nichts von dem Wendecover steht, ist aber eines dabei. Was ich außerdem cool finde, ist, dass das Ganze von den Spines her richtig genial und einheitlich ist. Trotzdem werde ich diese Reihe vermutlich nicht komplettieren. Einfach, es gibt da jetzt mittlerweile zumindest 11 Titel, es sind auf jeden Fall schon weitere angekündigt, aber darunter befinden sich einige Titel, die bei uns zum Beispiel in der Eurocult Collection, glaube ich, erschienen sind. Es sind ein paar Titel dabei, die ich schon in anderen Blu-ray-Versionen habe und so weiter. Wie beispielsweise Uli Lommels, Boogeyman und so weiter. Die brauche ich nicht wirklich wahnsinnig oft, diese Filme. Und da, glaube ich, werde ich mich wirklich nur darauf beschränken, die paar Filme aus der Collection zu holen, die ich nicht schon in irgendeiner anderen Version habe. Vor allem, weil man eben nicht vergessen darf, they're M-Rays. Es ist nix. Sind einfach nur M-Rays. Aber wenn man dann natürlich einen Film wie Splatter University kriegen kann, hier mit einem wirklich geilen Cover und auch da drinnen mit einem ultra-trashigen alten Plakatmotiv, das ist ja wirklich Wahnsinn, dieses Teil. Ist das sogar eine Fotomontage, glaube ich, ganz, ganz, ganz wild eigentlich. Und Don't Go in the Woods Alone, der ehemalige Video Nasty, wenn mich nicht alles täuscht, ebenfalls sehr, sehr interessant. Eine durchaus gelungene Reihe, vor allem weil es in England so selten ist, schmale M-Rays zu bekommen. Und normal bei den DVDs zum Beispiel, also diese ganz dünnen, diese Slim Keep Cases, mag ich eigentlich gar nicht, außer bei Serien-VÖs. Aber bei den Blu-Rays finde ich, bei der Menge, die ich habe, macht es schon etwas aus, ob man da diese dünnen M-Rays hat oder eben die Standard-M-Rays, die so dick sind wie da die Steelbooks, was bei uns gar kein Problem ist, weil bei uns eigentlich 90% der Blu-Rays sowieso in den dünneren Hüllen rauskommen. Aber in England ist es eigentlich eine ziemliche, ziemliche Seltenheit, die dünnen Hüllen zu bekommen. Wer sich noch erinnert an mein allererstes Live-Sammlungs-Update, da hatte ich ja massig Blu-Rays aus England dabei und da hat man schon gesehen, da war, glaube ich, keine einzige dünne Hülle dabei. Schauen wir mal weiter zu den Steelbooks. Und da haben wir zu Beginn einmal gleich Sicario, über den ich mittlerweile wirklich wahnsinnig viel Gutes gehört habe. Auf den Film bin ich jetzt echt schon gespannt. Mir persönlich gefällt aber trotzdem einfach dieses Steelbook-Artwork extrem genial. Und das, worüber sich einige Leute auf Facebook zum Beispiel beschwert haben, diese schwarzen Farbflecken da, wo einige sogar geglaubt haben, dass das irgendwelche Produktionsfehler vom Steelbook sind, bin ich mir eigentlich absolut sicher, dass die in genau dieser Form gewollt und gewünscht waren. Das Einzige, was mich stört an dem Steelbook, ist, dass der Grafiker aufs Backcover vergessen hat, dass mir sogar dein Autofokus wieder mal ausserschirst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da ist es nämlich echt schade, weil mit dem Frontcover hätte das Steelbook für mich persönlich schon einmal ein Anwärter auf die coolsten Steelbooks des Jahres sein können, aber so wird es nichts. Sieht auch da auf der Disc ziemlich cool aus, was mir wiederum nicht sehr gut gefällt, ist das Innenartwork in relativ mauem Schwarz-Weiß, halt mit Steelbook-Effekt dazu, aber
taugt mir irgendwie gar nicht. Was ich auf der Börse vor 2 Wochen noch relativ cool fand, ist, dass der Händler, dem ich meistens ein bisschen helfe, oben auf der Bühne, ein relativ unscheinbares Steelbook von Dragon Blade hatte. Und ich weiß noch, ich hatte da die deutsche Version einmal kurz vorbestellt und habe mir dann irgendwie gedacht, na, Splendid, da warte ich jetzt einmal schon, bis es billiger ist, weil 25 Steine für das Steelbook ist mir ein kleines bisschen zu viel. Dann komme ich auf die Börse, sehe, dass er dieses Steelbook halt als holländische Version nicht um 25, sondern um 15 Euro hergibt, was schon absolut genial ist und was natürlich alleine schon dazu geführt hat, dass ich mir dieses Steelbook sofort auf die Seite gelegt habe. Und schön ist es auch noch, bist du deppert, dieser Steelbook-Effekt da hinten ist ja der Hammer. Aber dann bin ich mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen und dieses Steelbook haben sich einige geholt am Sonntag, bis mir dann jemand gesagt hat, warum das Teil so beliebt ist. Das deutsche Steelbook hat nämlich, abgesehen davon, dass es teurer ist, auch nur die normale 2D-Version an Bord und die holländische Steelbook-Version ist eben nicht nur günstiger, sondern hat den Film auch in 3D mit dabei und damit ist es natürlich absolut klar, welche von den Steelbook-Versionen man bevorzugen sollte. Auch innen übrigens im Hintergrund mit dem metallischen Steelbook-Effekt ziemlich geil gemacht. Also das ist, muss ich wirklich sagen, ein Steelbook, auch wenn ich die Steelbook-Artworks von Splendid meistens nicht ganz so mag, weil eben überwiegend schwarz-weißes Innendesign und so weiter, das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann habe ich ebenfalls auf der Börse bekommen, vielen Dank noch einmal an Birgit fürs Besorgen, 4x Mondo Steelbooks, nämlich von Total Recall, Nightcrawler, Reservoir Dogs und Highlander. Und vergangene Woche ist dann noch von Xavi mein Labyrinth gekommen. War richtig enttäuscht, wie ich es aufgemacht habe, weil keine Delle, nicht kaputt, nicht verdrückt, nicht verbogen. Das bin ich irgendwie schon gar nicht mehr gewohnt. Dann gehen wir es einmal durch. Dafür hatte ich leider diesmal bei den Mondo Steelbooks von der Birgit nicht ganz so viel Glück. Da muss man allerdings wirklich dazu sagen, erstens, diese Steelbooks haben einen weiten Weg hinter sich und zweitens, ihr kann ich an der Stelle gar keinen Vorwurf machen, weil diese Beschädigungen, die Steelbooks hatten, waren durch die Verpackungsfolie einfach nicht zu sehen. Da ist jetzt beispielsweise beim Total Recall Steelbook, wenn ich das bewege, dann sieht man das hier links unten, dass da was eingedrückt ist. Und wenn man jetzt das Steelbook rausschiebt und man weiß, dass da etwas ist, dann erkennt man es schon aufgrund der Art, wie das Licht reflektiert wird, dass da ein bisschen was eingedrückt ist. Aber zum Beispiel, wenn man sich das so frontal anschaut, dann kriegt man das eigentlich eh schon gar nicht mit. Also das ist ein Schaden, der jetzt im Endeffekt natürlich ärgerlich ist und wo man es natürlich lieber ohne diesen Schaden gehabt hätte, aber jetzt keiner, der einem wirklich den Spaß an diesem Steelbook vermiesen kann. Vor allem, weil Total Recall eigentlich ein relativ cooles Mondo Steelbook ist, was da diese Maßoberfläche einerseits ziemlich geil darstellt, in einem wirklich genial durchgehenden Design, das ist ja echt Hammer. Und dann ist das Total Recall Steelbook eines der wirklich wenigen, die ich kenne, die auch diese unteren Flächen da und die seitlichen Flächen verwenden. Hier ein bisschen für Text. Auch hier mit Text und oben auch ein kleines bisschen. Also das finde ich eigentlich richtig cool. Im Inneren, by the way, if you're watching this from an area where you can use this Google Play digital copy code, please feel free to do so because I can't use it. Just if you do it, leave a comment that you use the code that other people don't try to use it as well. So, dann drinnen eine wirklich coole Blu-ray, muss man echt sagen, und auch ein richtig geniales Innendesign. Also das, da kann man echt nichts sagen, diese Mondo Steelbooks sind einfach nur genial. Auch wenn ich persönlich mir den Druck da drinnen vielleicht ein bisschen intensiver und farbenprächtiger gewünscht hätte, weil man so vor allem jetzt bei der Kamera, das Licht ist gerade irgendwie eher suboptimal, weil draußen ist ein bisschen bewölkt. Das ist jetzt gerade so das Problem,
dass ich nicht mit künstlichem Licht arbeiten kann, also leider, leider keine 2400 Watt Baustrahle in meinem Rücken habe, das ist echt eine Tragödie, weil das wäre dann definitiv zu viel Licht. Eigentlich ist das, was ich da habe, zu wenig, beziehungsweise die Richtung, woher es kommt, passt nicht ganz. Aber nachdem ich am Freitag und am Samstag das Sammlungsupdate nicht gemacht habe, sondern heute wirklich tatsächlich am Sonntag, jetzt ist es 11.50 Uhr, vor der Kamera sitze und das Ganze filme, habe ich nicht mal wirklich die Wahl, dass ich da noch irgendwie warten kann. Anyways, ebenfalls bekommen als Mondo Steelbook Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, wo ich ja bereits das alte UK Steelbook davon habe, mit dem gezeichneten Cover. Ich hatte es damals, ich glaube, das ist vor 2 Jahren gewesen, sogar auf meiner Liste der Top 10 besten Steelbooks des Jahres. Also wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das Video auf jeden Fall anschauen und sich das alte britische Steelbook von Nightcrawler geben. Bist du deppert, der Effekt ist ja hammergeil. Weil abgesehen davon muss ich ehrlich gesagt sagen, dass zwar das Mondo Steelbook, vor allem mit der mit diesem Metallic-Effekt da bei den Straßen und dem Glanzlack beim Gesicht einerseits schon ziemlich geil aussieht, aber mir andererseits dann trotzdem das alte britische Steelbook wirklich um einiges besser gefällt, auch wenn das natürlich irgendwie schon, also zumindest so ist, dass man sich nicht beschweren muss drüber. Da, wenn man das genau sieht, ich weiß nicht, ob ihr das durchs Video sehen könnt, ist da das Bein ein bisschen schief aufgeklebt da oben. Naja. Again, if you can use it, do so. Drinnen, muss ich wirklich sagen, sind diese Mondo Steelbooks eigentlich gar nicht einmal so fein, weil das finde ich eigentlich, das hat finde ich, irgendetwas von der Großartigkeit von eingeschlafenen Füßen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, nein, das Innere ist da nicht so fein. Schauen wir weiter, der nächste Titel ist Reservoir Dogs. Und der hat auch etwas, was ich so gar nicht kenne von Mondo Steelbooks, was mir wirklich das allererste Mal passiert ist, nämlich, dass der Schuber, seht ihr das, eigentlich matt ist, während Nightcrawler hier eindeutig Hochglanz ist, ist es Reservoir Dogs eindeutig nicht. Das liegt allerdings nicht daran, dass sie irgendwie einen anderen Schuber oder sonst was verwendet haben, sondern dass auf diesem Schuber, wo ist denn da der Anfang, wo zeige ich euch das am gescheitesten? Ich zeige es euch beim Highlander, der nämlich auch so einen matten Schuber hat, aber weil da eigentlich eine Art Schutzfolie drumherum ist. Wenn ich die entfernen würde, seht ihr, dass da drunter dann quasi der ganz normale Schuber mit dem ganz normalen Mondo Steelbook Hochglanz ist, aber ganz ehrlich, ich bin zwar keiner, der Steelbooks in Schutzhüllen packt, aber wenn ich es quasi mit Schutzhülle so geliefert bekomme, dann lasse ich die definitiv dran, weil, mir ganz ehrlich, das Einzige, was passieren kann, wenn ich da diese Folie runternehmen, ist, dass dann der Schuber irgendwelche Kratzer kriegt. Reservoir Dogs ist leider das zweite Mondo Steelbook, das den Weg zu mir nicht ganz tiptop geschafft hat. Einerseits sieht man, ist hier, sind hier 2 kleine Dellen und hinten ist da auch noch eine. Sind leider Schäden, die nicht schön sind, aber ganz ehrlich, wenn man sich so anschaut, sieht man es eigentlich schon gar nicht. Und das ist ja wirklich, also vom Design her, finde ich absolut geil. Mich erinnert der Look ein bisschen an diese deutsche Quentin Tarantino Box von, ich glaube, Studiokanal, beziehungsweise hat es damals noch Kinowelt geheißen, ich weiß es nicht, die ja quasi 9 Filme, glaube ich, oder 10 Filme von Quentin Tarantino in eine Box gepackt haben und da auch so ein absolut grandioses gezeichnetes Cover drumherum, herrlich war das. Wenn ich das Steelbook aufkriegen würde, wäre es fein. Im Inneren eher simpel, eher fad, aber trotzdem eigentlich relativ cool. Kann man im Fall lassen. Was für mich persönlich eigentlich von diesen ganzen Mondo Steelbooks eines der schönsten ist, wo mir aber auf der Börse auch einige Leute gesagt haben, na, also das gefällt mir nicht, ist das Highlander Steelbook, das ich wirklich, wirklich geil und wirklich, wirklich schön finde. Vor allem, weil es diesen Comic-Look, der
irgendwie zwar gar nicht zum Film passt, aber wurscht, relativ geil verkörpert. Da der Spruch, den wir auch auf der, glaube ich, DVD-Hardbox von Dragon Master was lesen können. Da wirklich genial eingesetzter Metallic-Effekt vom Steelbook, da beim Schwert. Das ist schon einfach nur geil. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich irgendwas verwechsel, dann ist genau, bist du deppert. Ja? Mit fortgesetztem Design auf der Disc, ein Innenartwork, das wirklich einfach nur genial ist. Bist du deppert, bist du deppert, bist du deppert. Habe ich eigentlich im heutigen Video schon einmal bist du deppert gesagt? Das ist ja wirklich unpackbar. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Und eben gar nicht über die Birgit, gar nicht über Amerika bzw. Kanada bekommen, sondern eben aus England über Zavi ist das Steelbook von Labyrinth. David Bowie, echt bitter, ist hier... Musst du echt aufpassen. Natürlich hier hinten jetzt ein bisschen anders als die anderen Steelbooks, ist ja klar, weil da die Altersfreigaben aus England oder so abgedrückt werden müssen. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass das Steelbook aus einem komplett anderen Land ist, wie bereits das deutsche Steelbook von The Boondock Saints, passt das eigentlich wirklich relativ gut in die Reihe optisch. Wobei mir eigentlich das Cover-Artwork, abgesehen vom richtig coolen Steelbook-Effekt, irgendwie gar nicht einmal so gefallen, weil irgendwie ist es fast nur eine Abwandlung vom standardmäßigen Cover und außerdem fetzt das nicht im Gegensatz zu diesem Innenartwork. Das muss ich echt sagen, zum geilsten gehört, was ich bis jetzt gesehen habe oder zumindest was ich bis heute ausgepackt habe. Bist du deppert? Nämlich auch hier, wie gesagt, ich weiß nie, ob man das auch am Video relativ gut erkennen kann, aber dass hier natürlich die ganzen silbernen Teile auch den metallischen Steelbook-Effekt perfekt ausnutzen und das Ganze einfach nur hammermäßig ausschaut. Bist du deppert? Das ist ein richtiges Highlight. Ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil ganz ehrlich, wir haben gerade die 30-Minuten-Grenze da auf meiner Kamera durchbrochen. Ich habe sie wieder neu aufdrehen müssen und wir haben noch nicht einmal die Hälfte, vor allem mit den geilen Sachen, die ich euch dann wahrscheinlich ein bisschen länger zeigen muss, noch nicht einmal angefangen. Also machen wir einfach ohne lange Rede weiter mit einem absolut genialen Teil für meine Arrow-Videosammlung, der... ist jetzt rausgekommen, es gibt Deep Red schon in der Arrow Video Collection, nämlich noch damals als alte Schuber-Version mit diesem Fensterschuber und den vier verschiedenen Cover-Motiven zum Aussuchen. Seht ihr in Kürze auf meinem Kanal, wenn Robert und ich dann bei Playzocker vs. Italophila die Sammlungs-Overview bei mir machen. Jetzt haben wir ja zuerst einmal die Vinyl-Schallplatten und die Deadpool-Comics, die ihr ja quasi eigentlich allesamt schon aus den Sammlungs-Updates in Wirklichkeit, glaube ich, vom letzten Jahr eigentlich kennen. Ja gut, viel länger mache ich die Sammlungs-Updates gar nicht. Aber Deep Red zeige ich euch dann auf jeden Fall eben, das ist auch genial, beim Arrow-Video-Overview noch einmal. Und da ist jetzt aber eine Neuauflage rausgekommen mit verbesserter Blu-ray-Qualität, mit, ich glaube, mehreren Fassungen vom Film, Original Version, Export Version, genau. Und außerdem noch, das ist ja das Allergeilste, von Goblin, der Soundtrack auf einer CD dabei. Dieses bekannte Cover drauf. Was mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen ärgert, diese Klassiker von Argento und Fulci sind die Mediabooks von XT, die mir in der Sammlung fehlen, weil ich sie mir eben wirklich absichtlich nicht geholt habe, weil ich einfach schon die Arrow-Videos und so weiter davon hatte und einfach befunden habe, ich brauche nicht jeden Film im Mediabook, wenn ich ihn schon in anderen Versionen habe. Das Poster kann ich leider nicht besser herzeigen. Leider sind das jetzt dann im Endeffekt die XT-Mediabooks geworden, die richtig was wert sind und die richtig beliebt sind in Sammlerkreisen. Hätte man eigentlich drauf kommen können in Wirklichkeit, aber...
Das war mir damals nicht so wichtig. Jetzt zu den teuren Sammlerpreisen hole ich sie mir unter Garantie nicht. Aber ich bleibe einfach da bei den Arrow-Videos. Vor allem eben diese Neuauflage ist ja mittlerweile ebenfalls schon wieder ausverkauft. Die war vor Release ausverkauft. Wird mittlerweile sogar jetzt schon relativ teuer gehandelt. Und Arrow Video ist wirklich eine der wenigen Firmen, muss man sagen, wo die VÖs zwar nicht extrem billig sind, ich glaube, das waren ungefähr 20 Pfund oder so, sondern auch, ist auch eigentlich fast der Preis von einem Mediabook, aber wo man sich sicher sein kann, dass die Qualität absolut hochwertig ist und wo man sich außerdem irgendwie fast sicher sein kann, dass die Blu-Rays nicht irgendwie verramscht sind. Es gibt zwar ein paar, die man dann günstiger kriegen kann, aber die meisten eigentlich steigen ziemlich im Preis und es gibt sicher über 10 Arrow Video Blu-Rays, die man unter 100 Pfund gar nicht mehr kriegt. Also sogar teilweise reine Emery-Veröffentlichungen, so wie Helltown, glaube ich, oder Hellgate heißt der eine und Hell Comes to Frogtown ist der andere. Habe ich letztens geschaut bei Amazon UK, da zahlst du 120 Pfund für eine Emery-Hülle. Bist du deppert. Ja? Dann bekommen über Pretz Media die neue Filmarena-Version von Mission Impossible 5. Übrigens, apropos Filmarena und Feedback, es wäre langsam irgendwann einmal cool, wenn Filmarena auf die Idee kommen könnte, dass man diese Backcover-Blätter vielleicht ein kleines bisschen kleiner macht, damit man sie dann nach dem Aufmachen vielleicht in den Schuber hineinbringt. Das wäre irgendwie etwas, doch könnte man fast sagen, Intelligentes, was man da tun könnte. Dann, wie immer gewohnt, mit dabei Prägung, Glanzlack, partieller Natur. Da unten dann auch noch einmal ein Sticker mit der Nummer. Echt geil. Drinnen dann, ich kenne mich so gut aus und habe überhaupt keinen Plan, was das ist. Eine Karte, sogar da unten ein bisschen geprägt. Relativ geiles Motiv irgendwie. Dann ein Bücherl mit Bildern aus dem Film, vom Set. Ist da irgendein Bild aus Wien eigentlich auch dabei? Von dem Dreh, das wäre natürlich leibend. Nein? Naja, wurscht. Und dann natürlich, und das fand ich persönlich relativ cool, ein, wie gewohnt, vom Filmarena Lenticular, das diesmal nach oben und unten geklappt wird, wo man eines der bekannten Motive aus dem Film sieht, wo sich aber die Figuren allesamt quasi zeitversetzt aufbauen und auch der Filmtitel nicht gleich kommt. Das finde ich echt genial. Drunter ist dann dieses Steelbook ebenfalls geprägter Filmtitel, ebenfalls partieller Glanzlack. Außerdem relativ coole Verwendung vom Steelbook-Effekt. Hinten mehr oder weniger eine Collage aus, ach gut, wir können uns echt nicht entscheiden, was wir aufs Backcover klatschen. In Wirklichkeit würde ich fast sagen, extrem schier, weil what the hell, aber dadurch, dass sie die ganzen Charaktere mit diesem partiellen Glanzlack überzogen haben, kann man echt sagen, eigentlich irgendwie macht's schon ziemlich was her. Drinnen sind dann zwei Discs, die Blu-ray mit dem Film und die Blu-ray mit Bonusmaterial. Ich bilde mir jetzt ein, dass wir gestern beim Stahlfreunde-Treffen drauf gekommen sind, dass die Blu-ray keinen deutschen Ton hat, was mich ehrlich gesagt bei Paramount ein kleines bisschen wundert. Was mich ebenfalls ein bisschen wundert, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist Mission Impossible 5 ein bisschen comic-lastiger als bisherige Teile. Ich meine, das sind auch einfach nur Bilder aus dem Film. Das zum Beispiel erkenne ich, das habe ich gerade in diesem Booklet gesehen. Irgendwie finde ich zwar nicht schier als Innenartwork, aber trotzdem irgendwie unpassend, weil da hätte ich es persönlich fast schon lieber, wenn es ein formatfüllendes Bild gibt. Auch wenn ich wirklich noch einmal dazu sagen muss, schier ist das definitiv nicht. Dann ist das lustigerweise nicht das einzige Filmarena-Teil, das vergangene Woche bei mir gelandet ist. Das Mission Impossible habe ich auf jeden Fall über Pretz Media bekommen.
absolut tiptop funktioniert alles. Das zweite, mein ganz ehrlich, wie lange bietet der Alex jetzt schon Filmarena an? Relativ lang, wenn mich das nicht alles täuscht. Ich glaube, Looper war der erste oder sowas. Und trotzdem erscheinen immer noch Titel, die ich damals, noch bevor der Alex damit angefangen hat, direkt bei Filmarena bestellt habe, weil die ja relativ gerne ein bisschen was verschieben, gell? Und deswegen habe ich dann vergangene Woche noch Post aus Tschechien direkt bekommen und meinen Birdman von Filmarena bekommen, ebenfalls wieder mit diesem Kartel, das nicht ins Full Sleep hineinpasst. Hier mit der Nummer drauf auf der Plastikkarte, hier mit der Nummer drauf auf dem Hologrammsticker. Was, ich meine, muss zugeben, Birdman gibt es von Filmarena, glaube ich, zwei Full Sleep Versionen, die ich beide absolut schier finde. Und mir gefällt dieses Cover eigentlich nach wie vor nicht, aber jetzt, wo ich es in der Hand habe und quasi sehe, wie da oben der Filmtitel partiell glänzt und geprägt ist, dass hier eigentlich mit einem relativ genialen Effekt gearbeitet wird. Ich weiß gar nicht, ob man es irgendwie sieht, aber es schaut wirklich das ganze Cover aus, als wäre es irgendwie mit einer Art Lackfarbe bemalt, weil dieser rote Teil so rau ausschaut und eben ein bisschen andere Art von Glanzfinish bietet, weil es eben nicht ganz glänzt, sondern so ein kleines bisschen wie die Leder-Steelbooks bzw. Leder-Media-Books ist. Das Weiße ist außerdem ein bisschen ins Gräuliche gehend, also da muss ich im Endeffekt wirklich sagen, da haben sie alleine durch das Papier und alleine durch die Art vom Druck, finde ich aus dem Design, das mich jetzt immer noch nicht viere haut, doch wirklich das Maximum rausgeholt. Und ich finde es echt, echt schön. Dann ist da natürlich wieder dabei Kartenmaterial, ein Buch. Und dann war ich persönlich wirklich absolut überrascht, weil ich habe dann das Steelbook ausgepackt und ihr merkt wahrscheinlich jetzt schon, was da im Vergleich zu Mission Impossible fehlt, nämlich es gibt keinen magnetischen 3D-Lenticular auf dem Steelbook. Habe ich dann noch extra mal bei Filmarena nachgeschaut, ob das vielleicht bei dem Titel nicht ist oder vielleicht bei dem Cover nicht ist und nur beim anderen Cover. Na, es sollte schon sein. Es hat nur Filmarena einfach vergessen, das bei meiner Version dazu zu packen. Macht ja nichts. Ich habe ja sonst überhaupt keine Probleme und habe auf jeden Fall definitiv wahnsinnig viel Zeit, mich da jetzt mit Filmarena herumzustreiten wegen diesem depperten 3D-magnetischen Lentik. Aber werde Ihnen einfach einen netten Brief schreiben. Vielleicht kann mir der Alex sogar ein bisschen unter die Arme greifen dabei, obwohl ich das eben nicht bei ihm bestellt habe. Was mir da gleich wieder auffällt, ist eigentlich der Unterschied von der Verarbeitung, weil der Schuber so perfekt verarbeitet ist. Und wenn man da jetzt dann schaut beim Filmtitel auf dem Steelbook, ich glaube, man sieht es relativ gut, dass die Prägung in Wirklichkeit total daneben ist und fast einen Millimeter neben der Schrift ist, das passt gar nicht. Dafür ist der Glanzlack perfekt, das Cover-Artwork ist einfach genial, muss ich in Wirklichkeit sagen. Also, auch wenn es relativ einfach gehalten ist, es hat für mich ein bisschen was Mondo-artiges und sieht eigentlich wirklich genial aus. Abgesehen davon, dass ich den Film unbedingt haben muss und unbedingt sehen wollte, da sind auch noch ein paar coole Sachen dabei. Die Blu-ray und ein wirklich geiles, geiles Innenartwork da drinnen. Jawohl. Also ich gehe jetzt einmal fast davon aus, das wage ich schon einmal zu prophezeien, dass es nicht wirklich ein großes Problem darstellen wird, da diesen 3D-Lenticular noch irgendwie dazu zu bekommen, beziehungsweise irgendwie einen Umtausch zu machen bei Filmarena, werde auf jeden Fall den Herrn Filmarena anschreiben, sobald ich mit dem Video fertig bin. Habe ja heute noch einiges zum Drehen, weil ich habe euch ja versprochen, dass ich zeitnah ein Quickie-Review zu Deadpool machen werde. Das werde ich dann sofort im Anschluss filmen, weil das muss einfach.
Und dann habe ich sogar noch eine coole Aktion für kommende Woche, werde ich ein eigenes Video machen, weil ich möchte gerne einen neuen Tag starten, dann zum 1. April, wo, glaube ich, was relativ Cooles dabei rauskommen könnte, wenn da einige mitmachen. Apropos was Cooles rauskommen, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber Splendid macht jetzt auch einige Mediabooks und genauso inspiriert wie diese Veröffentlichungen, finde ich, könnte jetzt meine Moderation von diesem Mediabook sein, weil ja, es ist vorne ein Bild, es ist hinten ein Bild, es ist drinnen die DVD und die Blu-ray und dann ist dazwischen ein relativ dünnes Buch mit ein bisschen Text und ein paar Bildern. Wow, ich meine, schier ist es nicht, eindeutig, aber man, also ich würde jetzt einfach fast behaupten, dass ich schon Mediabooks gesehen habe, wo man sich beim Design und bei der Aufmachung ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Trotzdem werde ich mir ein paar von diesen Splendid Mediabooks holen, ganz sicher nicht alle, sondern wirklich gezielt nur die, die ich noch in keiner anderen Version bei mir daheim habe. Was ich mir unbedingt geholt habe, war Francesca, wo ich als Kommentar auf mein Live-Update letzte Woche, wo ich den Film ja als Neo-Giallo bezeichnet habe, von einem Zuschauer den Kommentar bekommen habe, dass der Regisseur eigentlich darauf besteht, dass man den Film als Giallo bezeichnet und nicht als Neo-Giallo, weil ihm dieser Begriff irgendwie nicht passt und keine Ahnung was. Muss ich ehrlich gesagt dazu sagen, das ist mir herzlich wurscht. Ich bezeichne den Film deswegen als Neo-Giallo, nicht weil das für mich irgendwie ein eigenes, abgewandeltes Genre ist, sondern weil, finde ich, Giallo schon zu einem gewissen Bereich etwas ist, das in eine bestimmte Zeit passt. Also wenn ich an Giallo denke, dann denke ich an die 60er, an die 70er und das war's eigentlich. Und wenn jetzt dann tatsächlich ein Film herkommt, der denselben Stil bietet, übrigens, das ist ein geiles Cover, aber das finde ich ja noch um ein Vielfaches geiler. Das ist unfasslich. Innen, naja, vor allem wäre es da dann doch cool gewesen, wenn nicht zweimal dasselbe Auge nebeneinander ist, oder? Hätte man da hinten an das Booklet nicht diesen Teil vom Innenartwork noch einmal drucken können, dass man zumindest, wenn man das da so aufmacht, das komplette Bild sieht, das hätte ich irgendwie logischer gefunden. Auf jeden Fall, ich finde, Neo Giallo ist ein relativ interessanter und passender Begriff für einen Film, der quasi grundsätzlich dem Genre Giallo zuzuordnen ist, aber eben nicht aus der Zeit kommt, aus der der Giallo normal ist. Das ist jetzt für mich auch weder etwas Abwertendes noch irgendeine, würde man jetzt sagen, stilistische Trennung oder sonst was, sondern einfach wirklich nur, dass man durch den Begriff quasi schon erkennt, dass es ein Film ist, der nicht aus, ich sage jetzt einmal, der Blütezeit des Giallo ist. Auf jeden Fall vielen Dank an den User, der mir das aufs Live-Update kommentiert hat. Ich kann schon verstehen, warum es der Regisseur nicht will. Ich kann es aber auch verstehen, dass es mir wurscht ist. Dann, nachdem ich ja bei diesem Sammlungsupdate überhaupt schon keine Probleme hatte mit irgendwelchen Sachen, die falsch bestückt oder unvollständig oder beschädigt sind, nein, nein, überhaupt nicht, habe ich mir vom Alex eben von Pretz Media auf der Börse auch noch das Mediabook von Babadook mitgenommen, weil ich ja, und ich muss das Teil jetzt gleich einmal holen, das Backcover-Blatt quasi mit den technischen Details vom Dings, aber da sind hinten die Mediabooks von Cape Light drauf. Und welche Mediabooks hast du? Alle fast. Das Einzige, das mir fehlt, ist das Fanboys Mediabook. Möchte ich noch einmal dazu sagen an der Stelle, falls ihr aus irgendeinem Grund euer Fanboys Mediabook unbedingt loswerden wollt, seid so lieb und meldet euch bei mir. Das würde ich nämlich noch suchen. In natürlich gutem Zustand, vollständig und bla bla. Und sonst fehlt mir noch Enemy. Da bin ich jetzt nicht wirklich nervös, das zu bekommen, weil ich glaube, das wird man noch relativ lang bekommen, aber da habe ich damals von Cape Light auch das Steelbook als Rezensionsmuster bekommen für den Blu-ray-Check und nicht das Mediabook. Was mir auch jetzt da noch fehlt, sind Dolls und
die werden wir auch irgendwann einmal dann bestellen, wenn sie beim im Amazonas ein bisschen günstiger ans Ufer schwappen. Atemlos werden wir noch holen, wobei Cape Light heuer, finde ich, als Mediabook schon Filme angekündigt hat, die mir jetzt nicht so taugen. Also diesen Atemlos, auf den kann ich verzichten. Ich kann auch auf diesen, wie heißt das, 37,2 Grad könnte ich extremst verzichten. Was mir auch verzichtbar erschienen wäre, ist die Tatsache, ich meine, da kann der Alex wirklich überhaupt nichts dafür, weil das Problem ist, eigentlich sind diese Cape Light Mediabooks ja relativ hochwertig verarbeitet, weil eben die Booklets nicht eingeklebt sind, sondern eingeheftet sind. Mit Soundtrack dabei, im Gegensatz zum, nein, nicht mit Soundtrack, ich bin ein Trottel, mit der DVD mit dabei. Ich weiß nicht, wieso ich jedes Mal, wenn ich in das Mediabook schaue, das Gefühl habe, dass das eine Soundtrack-CD ist. Das Disc-Design schaut doch für mich nach Soundtrack-CD aus. Naja, egal. Das Problem halt von den eingehefteten Booklets ist, dass wenn beim Transport dieses Mediabook nach unten fällt, das einfach das Booklet ausreißen kann und das sieht man dann aber überhaupt nicht. Und es kann dann eben sein, dass man das kauft, ohne dass es du weißt oder der Verkäufer weiß. Und ich meine, das quasi wie im Stil vom Film ist ja eigentlich schon ziemlich fett. Trotzdem noch ein paar Infos mit dabei. Also eigentlich wirklich ein relativ cooles Mediabook. Wobei, muss ich jetzt zugeben, ich hätte mir von diesem aufklappbaren Teil ein bisschen mehr fast erwartet. Vor allem, dass es vielleicht dazwischen mehr Seiten gibt, die man aufklappen kann. Und weil einige schon zu mir gemeint haben, dass es schade ist, dass ich das Mediabook eben nicht hatte, weil das wäre quasi ein Fixstarter für meine Top 10 der coolsten Mediabooks des vergangenen Jahres geworden. Also, Fixstarter würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Er wäre wahrscheinlich im Endeffekt drauf gelandet, alleine auch schon wegen dieser coolen altes Buch Optik und Haptik vorne drauf, aber ich glaube, es wäre trotzdem im Endeffekt eher sowas für die unteren Plätze gewesen. Dann, ich bin jetzt einfach mal so frech und schieb das wieder in die Mitte. Außerdem habe ich noch 3 neue Mediabooks bekommen aus dieser X-Rated Eurocult Collection. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon 17 Teile draus, weil Nummer 0 war ja extrem wichtig. Ich warte ja eigentlich nur mehr auf die Nummer minus 666. Das wäre extrem cool, wenn sowas auch kommt. Aber da sind jetzt dann quasi die Nummern 14, 15 und 16 erschienen, relativ zeitnah. Und ich muss echt sagen, eigentlich eine der geilsten aktuellen Reihen, wenn ich dran denke, wie schnell diese Eurocult Collection gewachsen ist und vor allem, wie sehr diese Reihe eigentlich ihrem Stil treu bleibt und irgendwie schon Filme bringt, die im weitesten Sinne auch zueinander passen. Was allerdings irgendwie nicht zueinander passt, ist diese Tatsache, wie diese Reihe durchnummeriert ist. Ich habe echt keine Ahnung, wie man bei der Nummerierung von der Reihe derartig inkonsequent sein kann. Übrigens, es gibt ja nicht nur dieses Cover, das, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass mir wirklich gefällt, aber dass ich am wenigsten langweilig finde, dann gibt es dieses Cover, das ich mir auch überlegt habe und lustigerweise auf der letzten Börse habe ich entdeckt, dass es auch dieses Cover als Mediabook gibt, wobei, ich meine, da ist mir jetzt nicht wirklich was entgangen, dadurch, dass ich die Ankündigung verschnorcht habe, weil es ist eh sauschier. Dann gibt's noch eine relativ coole Sache eigentlich, Dämonen aus dem All, den es auch in der Trash Collection gibt, wo eben CMV auch etwas gemacht hat, was mir eigentlich nicht wirklich gefällt, nämlich die DVD in die Trash Collection hauen und die Blu-ray nur als Standard Keep Case. Auch nicht so meins, aber das Coole ist, dass man da nicht nur eben diese Blu-ray bekommt, sondern auch noch einen Bonusfilm auf DVD, weil dieser Dämonen aus dem All ist ja quasi der 4. und beste, muss man ja unbedingt dazu schreiben, Film aus dieser Reihe um die Raumstation Gamma 1. Bist du deppert, ist das ein leiwandes Bild, herrlich, auf den 5 Frame.
Und außerdem ist dann noch als Bonus quasi der erste Teil aus dieser Reihe dabei, in zwei Fassungen. Das ist relativ nett, aber ich persönlich hätte es dann doch irgendwie fast lieber gehabt und fast geiler gefunden, wenn man vielleicht doch tatsächlich es geschafft hätte, die komplette Quadrilogie irgendwie so zu veröffentlichen. Habe aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht nachgeschaut, ob es den zweiten und den dritten Film irgendwie überhaupt in deutscher Sprache gibt. Beziehungsweise Snow Devils ist auch Wahnsinn, was es mit dem auf sich hat. Und da ist jetzt eben die Sache, plötzlich ist hier die Nummerierung hinten im Booklet in komplett anderer Art und nicht mehr da. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich schon die dritte oder fast vierte Art, wie diese Eurocult Collection Mediabooks durchnummeriert sind. Und beim schönen Körper der Deborah, der ja quasi dazwischen ist, der Dämonen aus dem All ist ja der Mittelding, ist es hier wieder so. Und irgendwie so ganz checken tue ich das nicht. Dafür allerdings wieder ein cooles Tenebrarum Mini-Booklet, eben wieder die DVD und die Blu-ray dabei. Das ist auch der Titel, den habe ich beim Robert eigentlich kennengelernt, wie wir sein allererstes Sammlungsupdate gemacht haben. Dürfte ich, glaube ich, einfach vergessen haben zum Bestellen oder irgend sowas, weil der ist jetzt bei mir doch deutlich später gelandet als bei ihm. Dann haben wir ein paar kleine Media-Bookies von NSM bekommen und da fällt mir eines auf. Damir hat jetzt auf die Seite von NSM gepostet, dass sie mehr oder weniger die Spines beim Feuerteufel total verhaut haben und er hat dann auch ein Foto gepostet, wo die Spines von mehreren NSM Mediabooks aneinander gehalten sind und wo man wirklich sieht, dass beim Feuerteufel das Bein gar nicht passt, wo die Schrift viel zu weit oben ist und da zu viel Abstand irgendwie, glaube ich, zwischen den Logos und so weiter und es passt einfach nicht zu den anderen NSM Mediabooks. Das dürfte allerdings nur bei der Gestaltung von einem Cover passiert sein, weil das, was ich jetzt da habe, ist eigentlich alles tiptop im Rahmen. Ich meine, mir ist da der Amityville Horror ein kleines bisschen zu weit unten, aber das ist alles, ich glaube, im Bereich von 1 mm, was nicht Design, sondern produktionstechnisch ist. Und da ist halt offensichtlich beim Feuerteufel wirklich ein Cover daneben gegangen. Aber muss ich jetzt an der Stelle leider wirklich sagen, diesmal glücklicherweise nicht das, was ich mir geholt habe, weil normal lasse ich solche Sachen ja gar nicht aus. Da ist jetzt einmal das Remake von Amityville Horror im Mediabook, eigentlich ein relativ atmosphärisches Cover, wollte ich fast auslassen, den Film im Mediabook, bis dann angekündigt wurde, dass das Original ebenfalls kommt, bitte, das ist im Bonusmaterial, ein Audiokommentar von Ryan Reynolds. Ich glaube, es gibt aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, relativ wenig vom Ryan Reynolds, was ich in nächster Zeit dann noch auslassen werde. Leider ein relativ knappes Booklet mit dabei, aber man muss eben wirklich sagen, diese NSM Mediabooks sind ja mittlerweile einfach wirklich Massenware und mehr oder weniger 0815. Sie sind relativ gut verarbeitet, sie haben da diesen Falz, der mir gefällt. Ich habe endlich auch Deathwish 4 und damit die komplette Deathwish-Reihe komplett wieder mit dem absolut genialen gezeichneten VHS-Cover, das mir richtig, richtig gut gefällt. Aber es ist halt, muss man schon dazu sagen, optisch bei den NSM Mediabooks, wie könnte man sagen, alles so ziemlich erwartbar, was da kommt. Eben immer diese Aufteilung mit halbe Seite Text, halbe Seite Bild. Diesmal kommt mir aber vor, als wäre das Booklet umfangreicher. Schauen wir gleich, das könnte, genau, 20-seitiges Booklet, eindeutig mehr als das 12-seitige von Amityville. Das ist natürlich dann was Nettes. Außerdem zum Feuerteufel. Ehrlich gesagt finde ich, abgesehen davon, dass bei dem Film irgendwie fast alle Cover gleich ausschauen, finde ich alle Cover irgendwie ziemlich schier und das im Endeffekt noch am wenigsten schier. Muss aber auch dazu sagen,
dass mich der Film einfach interessiert und dass ich den Film irgendwann einmal nur im Fernsehen gesehen habe und mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern kann. Das Einzige, was ich eben noch weiß, ist, dass Drew Barrymore ziemlich verdammt gut war in dem Film und dass ich ihn mir relativ gerne noch einmal anschauen will. Was ich jetzt auch hinten gelesen habe und ziemlich cool finde, ist, dass auf der Blu-ray beziehungsweise wahrscheinlich auch auf der DVD ein Audiokommentar drauf ist, ein deutscher Audiokommentar von Daniel Perret von Wicked Vision. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass da quasi nicht nur das Bonusmaterial von der amerikanischen Version übernommen wird, sondern auch wirklich was Eigenes neu dazu produziert. Das gefällt mir. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefällt, rückblickend, ist die Tatsache, ich habe mir bei Missing in Action, genauso wie bei einigen anderen von den Mediabooks, am liebsten immer das gezeichnete Kinoplakat oder VHS-Motiv geholt. So auch bei Missing in Action, da war es für mich eine relativ schwierige Entscheidung, ob ich mir jetzt das Cover A oder das Cover C nehmen soll, weil beide Cover in Wirklichkeit mehr oder weniger dasselbe Bild darstellen, nur ist die DVD-Version ein bisschen anders bearbeitet. Obwohl es dasselbe Bild ist, optisch irgendwie komplett anders, der Schriftzug ist wesentlich kleiner. Ich habe mich dann aber trotzdem im Endeffekt für das Cover C entschieden, weil es einfach das originalere Cover ist. Und dadurch in meine Sammlung besser passt, muss aber sagen, wie dann NSM den zweiten Teil angekündigt hat, habe ich das ist übrigens das Cover A, was ich vorher eben angesprochen habe, man kann wirklich erkennen, es ist fast das gleiche Bild, nur halt eben in nicht gezeichnet. Ja, und deswegen wollte ich auf jeden Fall das Gezeichnete haben. Dann allerdings hat NSM die Mediabooks von Missing in Action 2 angekündigt und da hatte ich dann das Problem, dass ich das Original-Kinoplakatmotiv einfach richtig, wirklich schier finde und da unbedingt dieses DVD-Cover haben wollte, weil es erstens cool ausschaut und zweitens eben das Kinoplakat-Cover Schrott ist. Aber da war dann schon, weil dann habe ich mir gesagt, okay, wenn, dann muss ich natürlich beide im gleichen Design haben. Wollte mir dann vom Alex auch beim ersten Teil noch auf das Cover A holen und da quasi umordern. Das ging dann allerdings nicht mehr, weil das Cover A von Missing in Action tatsächlich eines von den, glaube ich, 4 Mediabooks aus den letzten 3 Jahren ist, die relativ schnell ausverkauft sind und nicht mehr zu bekommen sind, zu normalen Konditionen halt, weswegen ich dann wieder umgesattelt habe und mir jetzt vom zweiten Teil trotzdem auch das C-Cover geholt habe, obwohl es mir eigentlich gar nicht so gut gefällt. Alleine, dass es besser in die Reihe passt, weil von dem das C und vom anderen das A, das wird bei mir einfach nicht gehen. Was mich jetzt beim Auspacken ein bisschen gewundert hat, ist, dass ich mir auch von Cyborg das C-Cover geholt habe und nicht quasi das gängige VHS-Cover, wo quasi eigentlich dasselbe Motiv verwendet wurde, nur halt eben mit dieser Brücke und so weiter im Hintergrund. Ich weiß original immer noch nicht, warum ich das gemacht habe, aber es dürfte einfach den Grund haben, dass ich persönlich irgendwie das ein bisschen stimmiger und ein bisschen atmosphärischer gefunden habe. Das Einzige, was mir 100% klar war, ist, dass dieses Cover absolut potthässlich ist und dass ich dieses Cover, das ich eben schon von der MGM DVD kenne, nicht noch einmal brauche, genauso wie auch bei, keine Ahnung, Dark Angel oder so. Da ist jetzt auf jeden Fall die Original-Kinofassung wieder mit dabei, was einerseits gut ist, weil die Sprünge von der Qualität bei der Slinger-Fassung sind wirklich enorm. Andererseits finde ich es aber auch nach wie vor schade, weil eben die Kinofassung doch von den ganzen 80s-Action-Filmen eine derer ist, der man die Cuts fürs R-Rating und die Gewaltschnitte wirklich extrem deutlich anmerkt und das stört mich wirklich jedes Mal beim Anschauen, wie die Kamera so offensichtlich bei einigen Szenen wegblendet, wo man genau bei der Kampfszene dann eben am Ende sieht, wie ihm der Kopf eigentlich von der Schulter wegfliegt und dann plötzlich in der Totale ist er wieder dran, weil Upsi-Daisy, das durften wir dann damals doch nicht für das R-Rating und da hätte ich eigentlich einmal gerne eine ordentlich gemachte
unrated, in gleichbleibender Qualität, aber das ist ein Wunschtraum, den habe nicht nur ich, den hat auch der Regisseur Albert Pyun und der wird uns beiden wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Dann außerdem noch Jean-Claude Van Damme zusammen mit, ach, wie heißt denn der Typ? Fällt mir nicht ein. Na egal. In Double Impact hat mir auch irgendwie das Cover am besten gefallen, obwohl das Bild gar nicht formatfüllend und so weiter ist. Ebenfalls das C-Cover. Auch da wieder die Tatsache, dass eben diese neuen und modernen Cover, das da irgendwie no is. Ja. Irgendwie fällt mir bei der aktuellen Ladung an NSM Mediabooks ziemlich deutlich auf, dass ich die Innenartworks vom Mediabook eigentlich ziemlich öd finde. Aber trotzdem irgendwie eine ganz nette Sache. Vor allem, ich finde das so geil, dass es so viele von diesen echt genialen Actionstreifen, von diesen ganzen Kultklassikern jetzt echt im Mediabook gibt. Ich lasse nur trotzdem gewisse Sachen aus, wie eben beispielsweise Man of War, wo ich ja weiß, dass der noch in der Platinum Cult Edition kommt. Dann ebenfalls wieder zurück auf die Börse, habe ich einen Titel noch entdeckt, den an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Bruce Lee, unbesiegt bis in den Tod mit einem richtig, richtig geilen Cover. Und das Ganze ist ja echt ein eigenes Genre gewesen für eine kurze Zeit, das sogenannte Bruce-Sploitation. Ja, das gab's wirklich, wo eben kurze Zeit nach dem Tod von Bruce Lee, weil eben der Name Bruce Lee bei den Fans dermaßen beliebt war, wo viele, viele Filmfirmen hergegangen sind und Filme gedreht haben, entweder zusammengestückelt aus Material mit dem echten Bruce Lee oder ähnlich ausschauende Schauspieler mit ähnlich klingenden Namen, wie dann beispielsweise Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lai oder letztens bei mir gesehen Bruce LY, auch Bruce Lee ausgesprochen, unfasslich. Und das unbesiegt bis in den Tod, man erkennt da sogar den schönen gelb-schwarzen Anzug, ist im Endeffekt eine Bruce Lee Biografie. Wirklich unglaublich und vor allem auch so schön schlecht gemacht. Wirklich, wirklich unterhaltsam in Wirklichkeit gewesen. Was mir auch vom Film her ziemlich viel Spaß gemacht hat, ist der Yen Ko. In seinen Fäusten brennt die Rache. Obwohl ich ja immer gesagt habe, ich mag ja mehr die gezeichneten Cover, weil, mein ganz ehrlich, Robert, ist ja ganz klar, welches da das schönere Cover ist. Ah, es ist so schön, wenn ich ihn dissen kann, ohne dass er die Möglichkeit hat, zurückzureden. Das ist Wunder. Oh Gott, es gibt Kommentare auch. Egal. Was ich allerdings an dieser DVD extrem enttäuschend gefunden habe, ist die Bildqualität. Ich werfe wirklich mit Begriffen wie VHS-Qualität nicht locker um mich herum, aber das ist für eine DVD, für ein Label wie Filmart, von denen ich eigentlich mir relativ viel erwarte, in Sachen Bild wirklich absolut schrottig. Ich gehe jetzt einmal davon aus, wenn die das schon so bringen, dass es einfach nicht besser geht und nie besser gehen wird, was einfach sehr, sehr, sehr schade ist, weil einerseits das doch recht häufig neu eingefügte Material relativ deutlich ist und generell die Bildqualität, also ja, lass mal das. Dafür hatte ich relativ viel Spaß bei diesem Film. Ich glaube, auch wenn jetzt das Cover nicht so wirklich ganz mein Fall ist, weil eben nicht gezeichnet, glaube ich, erkennt ihr relativ flott, warum der Film in meine Sammlung musste. Oder weil, mal ganz ehrlich, wenn der Film schon heißt Kung Fu vs. Yoga, bitte was? Kung Fu versus Yoga. Das ist so ein, als würde man, keine Ahnung, den Kampf der Flüssigkeiten machen. Salzsäure gegen Granderwasser. Naja, also mein Geld geht in Richtung Kung Fu, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist aber eigentlich, ich habe mir ja die Eastern schon angeschaut, weil aus irgendeinem Grund, wenn ich jetzt eben aktuell herumsitze und mir irgendwelche Filme anschaue, meistens eh nur nebenbei, während ich irgendetwas anderes mache, dann sind es meistens irgendwelche Eastern, die ich mir anschaue. Und das ist ja eigentlich wieder so eine Art Comedy-Eastern gewesen, wo ich echt sagen muss, dass mich der sehr, sehr unterhalten hat. Aber ich muss jetzt einen kleinen Schritt von der Kamera wegmachen
und euch etwas zeigen, denn ich hoffe, ich kriege das Ganze überhaupt irgendwie ins Bild hinein. Nein, es geht sich de facto nicht aus, aber ich knall's einfach einmal daher. Habe wieder einmal zugeschlagen, diesmal nicht bei Amazon UK, sondern über Will Haben. Ich werde das Ganze jetzt einfach wirklich sowas von Guerilla-Style machen und die Kamera mitsamt aufheben, bist du deppert, und euch einfach zeigen, was das ist. Und ja, das ist eine relativ hohe Kiste mit relativ vielen DVDs drinnen, 118 oder so Stück sollten das sein. Das wird selbstverständlich wieder Material für ein Live-Update werden, weil ganz ehrlich, wir sind jetzt heute, ich habe jetzt natürlich, nachdem ich die Kamera ein paar Mal neu aufdrehen musste, ein bisschen den Überblick verloren, wie lange wir heute schon beisammen sind, aber ich glaube, es könnte ein Sammlungsupdate sein, das so ziemlich deutlich an der eine Stunde Marke kratzt. Und heute hat es, finde ich, aber wirklich nicht nur gegeben, dass wir ziemlich viele schöne, interessante VÖs dabei hatten, die ich euch unbedingt zeigen wollte im Detail, wie eben die ganzen Mediabooks, die Filmarenas, das Arrow-Video, die Mondo-Steelbooks und so weiter und so fort. Also heute war, glaube ich, wirklich eines der längsten Sammlungsupdates, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich glaube trotzdem kein fades. Aber ich meine, gut, was ich glaube, interessiert eh niemanden. Von daher würde mich an der Stelle wirklich interessieren, wie euch das heutige Sammlungsupdate gefallen hat, obwohl es wirklich extrem lang war. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dabei Spaß hattet und dass ihr irgendwann einmal wieder einschaltet. Aber nachdem ich eben gesagt habe, wir haben da jetzt, was sonst, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 33 Titel, super vorbereitet, Zocki übrigens, dass du das nicht vorher gehört hast, 33 Titel und haben da jetzt schon einmal ein Stündchen gebraucht. Wer schon einmal dabei war bei meinen Live-Sammlungs-Updates, der weiß, die dauern dann auch schon einmal gerne über 4 Stunden. Das heißt, 4 Stunden da sitzen und quasi mit mir selber reden, das ist irgendwie etwas, ich glaube, da kommen dann wirklich die Leute mit der engen Ich-hab-mich-lieb-Jacke an. Deswegen kündige ich einfach jetzt schon an, ich muss diese Kiste mit den DVDs noch ein kleines bisschen warten und ruhen lassen, weil nächstes Wochenende gibt's wieder eine unfassliche Drehsession mit dem Robert für Playzocker vs. Italophile. Wir drehen ein paar Intros, die der Robert schon geskriptet hat, die einfach nur der absolute Wahnsinn sind. Drehen sogar diesmal draußen und in der Nacht, und zwar die ganze Nacht. Und das heißt, wir drehen diesmal Samstag und Sonntag, weswegen ich das Sammlungsupdate von kommender Woche sicher nicht live machen kann, weil ich glaube, dass ich dann am Sonntag um 17 Uhr einfach heier mache. Werde das Ganze dann vorbereiten, eben nur mit den großen, interessanten Sachen, die dann nächste Woche kommen. Diese Kiste mit den DVDs hebe ich mir auf, und zwar das Ganze für den Sonntag. Wo ist mein Kalender? Für den Sonntag, den 28. Februar. Das, wenn ihr Interesse habt, könntet ihr euch im Kalender vormerken, am Sonntag, den 28. Februar um 17 Uhr hier auf Playzocker Reviews live zum dritten Mal das Sammlungsupdate. Diesmal mit ungefähr 118 deutschen DVDs mit dabei. Auch da sind mir jetzt dann beim Auspacken wieder ein paar relativ interessante Sachen aufgefallen und habe ich beobachtet, die ich euch dann gerne erzählen würde. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn da einige von euch einschalten. Ich weiß, beim ersten Mal Live-Sammlungsupdate hatten wir bis zu 30 Leute dabei. Beim zweiten Mal waren es kurze Zeit sogar 40 Leute. Wer weiß, vielleicht knacken wir diesmal die 50 Zuschauergrenze. Das wär natürlich absoluter Wahnsinn. Falls euch das Ganze interessiert, was sich der gestörte Zocki da wieder angeschafft hat,
dann schaltet einfach ein, wenn es euch interessiert. Wenn ihr Freunde kennt, denen das Ganze ebenfalls gefallen könnte, dann vielleicht informiert sie drüber, dann haben sie ebenfalls ihren Spaß. Oder falls ihr Leute kennt, die ihr überhaupt nicht leiden könnt, dann erzählt ihnen ebenfalls davon und lacht euch nachher ins Fäustchen, wenn sie sich über mich ärgern müssen. Auf jeden Fall am Sonntag, den 28. Februar, machen wir wieder mal ein Live-Sammlungs-Update. Und eines weiß ich kann euch nur dafür noch keinen Termin nennen, wenn ich dann, danke Max an der Stelle übrigens fürs Unterstützen und fürs Besorgen, meine Hot Toys Deadpool-Figur bekomme, dann packe ich die natürlich auch live aus und baue sie live zusammen. Das wird dann wahrscheinlich das erotischste Video, das es auf meinem Kanal gibt. Zocki und sein Deadpool, das... That came out wrong. Auf jeden Fall, das machen wir dann auch noch live. Es wird zwischendurch noch ein paar andere Live-Videos geben. Aber das Erste, was ihr euch vormerken könnt, falls es euch interessiert, was mich natürlich sehr freuen würde, Sonntag, der 28. Februar um 17 Uhr live hier auf PlaySoccer Reviews, das Sammlungsupdate nächste Woche, wieder in der quasi so wie heute bekannten aufgezeichneten Version. Ich sag euch an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch trotz der brutalen Länge Spaß gemacht zum Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Valentinstag und dass jetzt wirklich bei der Abmoderation, bei den letzten Worten dieses verdammte Telefon läuten muss, das macht mich jetzt schon wieder so heiß. Anyways, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns allerspätestens nächsten Sonntag dann beim neuen Sammlungsupdate, aber es lohnt sich auf jeden Fall im Laufe der Woche auch wieder mal reinzuschauen. Ich werde auf jeden Fall mein Filmreview von Deadpool 100% spoilerfrei posten. Ich habe eine coole Aktion für alle Leute mit YouTube-Kanälen im Plan, die ich auch nächste Woche posten möchte. Ich möchte eigentlich wieder Frag den Zocki machen, aber jetzt ist dann schon die Frage, ob mein liebes Stimmlein neben diesem einstündigen Update und dann dem Review von Deadpool, das auch noch packt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall zum 428.693. Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und genießt den Rest vom Sonntagabend. Ciao.